Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOS Boards. Heute Technik. Wir haben hier eine HPN auf dem OP-Tisch. Hier haben wir zuerst die Ölwanne demontiert und gegen eine stärkere mit 8 mm ausgetauscht. Dann ist die Verkleidung runtergeflogen. Die Gabelbrücke demontiert worden. Die Gabel war ein älteres Baujahr, 40 mm, wird jetzt gegen eine 48 mm Upside-Down-Gabel ersetzt. Hier ist die Gabelbrücke dann schon drin, die Gabel montiert und der Träger für unseren Dakar 84 Tower wird montiert mit dem Koso-Scheinwerfer. Der Kotflügel Dakar 84 wurde an der Gabelbrücke montiert. Der WRP-Lenker hier in schwarzer Ausführung. Ja, und mit Windschild sieht das Ganze jetzt schon nach einem Motorrad aus. Das Vorderrad stammt von Hahnwheels. Ist da aus der KDM-Reihe raus. Ja, hier sieht man das alte Rahmenheck noch mit dem HPN-Kotflügel. Hier haben wir dann unser Basic-Rahmenheck benutzt. Wie machst du beim Schweißen immer? Ja, wenn ich auch nicht verblitzt, machst du so. Und musst du dich dafür konzentrieren oder ja, geht das natürlich. Auch ohne Konzentration? Das ist ja arbeitssicherheitstechnisch relevant, ne? Ich mach mich lustig, wenn ich ihn mache. Ja. Und das Basic-Rahmenheck haben wir auch verstärkt, unser neuer Ventildeckel. Da geht die Serie jetzt erst auf Band. Ja, und der Wolfgang, der schraubt da schon fest, den Adapter für den Schalthebel. Das ist das Bremssystem von Braking. Adapter und Bremsscheibe, das verstärkte Heck wird demontiert, bald wird montiert. Acerbis Bacher Hinterradkotflügel mit dem Dualsport-Rücklicht. So, hier wird noch etwas an den Kabeln gezaubert. Die Elektrik wurde nur repariert und neu reingezogen. Ist auch unheimlich viel Arbeit an so einem Motorrad. Und ein Carpe-Reader-System montiert. Und die neuen Schrauben, die machen sich ganz fesch. Das ist eine Carbonplatte, auf dem der Tacho da montiert ist. Und hier kommt der Acerbis SWT Wüstentank zum Einsatz. Ja, von der Seite wirkt das Ganze schon ganz schick. Meiner Meinung nach ist es ein schlüssiges Design. Natürlich, ich bin ja auch der, der das Ganze in Auftrag gegeben hat. Hier und da noch eine Schraube festziehen. Und auf geht's zur Probefahrt. Ich danke euch fürs Zuschauen und entlasse euch jetzt nochmal in ein kleines Bike-Porn und hoffe, ihr bleibt am Ball. Bis bald, euer Manuel Schad von SOS Boards. Ciao!